Zwischen 80 und 300 Mark lassen Sie sich dieses Wochenende kosten, um Ihre Top-Fahrer zu bewundern. Uli Melkus und Bernd Kasper aus Dresden. Die Leipziger Heinz Siegert und Heinz Lindner. Und Wolfgang Wöhner aus Ilmenau. Noch 10 Minuten bis zum Start. Die letzte Berieselung. Angeleiten der Rennfahrzeuge durch jene Gruppe von Thälmann Pionieren und einen FDJler, der das anführt. Uli Melkus wie fast immer in der ersten Startreihe. Neben ihm Bernd Kasper, der Freund und Konkurrent. Ein Tipp noch vom Vater. 8 Runden sind zu fahren auf dem 8,6 Kilometer langen Kurs. Werner Wanske, der Reporter des DDR-Fernsehens, kommentiert. Heinz Siegert hatte sich da links vorbeigeschwummelt an Uli Melkus. Mit Blitzstart die Startnummer 90. Das wird eng. Das wird sehr, sehr eng. Bernd Kasper, der Trainingsschnellste, Heinz Siegert, Uli Melkus, Wolfgang Wöhner, Heiner Lindner. Au ja, da ist einiges im Gange. Das wird ein sehr spannendes Rennen werden. Nun in den ersten beiden Runden vermittelte das Rennen den Zuschauern tatsächlich die Spannung, die der Kollege eben versprochen hatte. Die beiden Freunde vorn, Bernd Kasper vor Uli Melkus. Die zwei aus der sozialistischen Renngemeinschaft. Und hier hat Uli gerade den Bernd überholt. Duell in der Sonne, 31 Grad am Sachsenring. Ein heißes Wochenende für Rasende und Rastende. Zur DDR-Meisterschaft zählen 5 Rennen, an der über 50 dieser Monoposti beteiligt sind. Zusätzlich qualifizieren sich die 4 Besten für das Nationalteam, das um die Ostblock-Meisterschaft mitfährt, um den Pokal der Freundschaft. Zweite Runde, erneuter Führungswechsel. Bernd Kasper jetzt wieder vor dem DDR-Champion Uli Melkus. Schnell fahren sie hier, fast 240 Kilometer pro Stunde. Doch bei allem müssen sie immer wieder an das Material denken. Es muss geschont werden. Denn nur alle 7 Jahre werden neue Autos gebaut. Bei Totalschäden ist in der Regel mehr als nur eine Saison zu Ende. Bernd Kasper siegte vor Uli Melkus. Und wie gehabt in den letzten 30 Jahren, steht wieder ein Melkus auf dem Treppchen. Wiederum Bernd Kasper in 2 Minuten 58. Dresden, die Stadt, in der sich Heinz Melkus mit einer Fahrschule 1955 die bürgerliche Existenz, wenn man das so sagen darf, aufgebaut hat. Naja, ich hatte schon als Junge Interesse an Autos, ist ja logisch. Und das Interesse ging sogar so weit, dass ich das Auto meines Vaters mal halb auseinandergenommen hatte. Aber ich habe es auch tatsächlich wieder zusammengekriegt. Und es bot sich die Gelegenheit, nach dem Krieg in irgendeinem Trümmergrundstück einen alten Lastkraftwagen mit Holzgas angetrieben auszugraben. Und tatsächlich habe ich das Ding wieder irgendwie in Bewegung gekriegt. Naja, und das war natürlich ein gefundenes Fressen, denn es gab keine Autos nach Kriegs-Dresden. Und es gab viel zu fahren, und so wurde ich dann eingesetzt, als Notdienst verpflichtet. Und ich hätte Tag und Nacht fahren können, fahren ohne Führerschein übrigens. Denn ich habe nie in meinem Leben einen Führerschein gemacht, sondern ich habe ihn aus der Not heraus mit einem Zettel Papier bekommen und sollte also dann täglich Kohlen, Marmelade und Mehl und Trümmer und immer wieder Trümmer fahren. Na, und so ist das dann weitergegangen. Seit 35 Jahren ist Heinz Melkus unermüdlich im Einsatz. Rennfahrer, Funktionär, Fahrlehrer und Konstrukteur. Sie machten den 59-Jährigen in der DDR zur Symbolfigur eines Sports, dem der Makel anhaftet, für den sozialistischen Staat weltweit nicht imagebildend zu sein, wie beispielsweise Leichtathletik oder Bob. Doch in der nationalen Palette des Sports ist der Motorsport erstaunlicherweise kein Außenseiter. Männer wie Melkus haben ihn im Sozialismus gesellschaftsfähig gemacht.
Guten Abend. Meine Damen und Herren, ich möchte Sie zunächst recht herzlich bei uns in der Fahrschule willkommen heißen. Mein Name ist Heinz Melkus. Ich darf Sie bekannt machen mit Ihrem Fahrlehrer, unser Kollege Thilo Tscherper. So, und ansonsten gucken wir uns jetzt alle kurz an und dann wissen, was Ihnen blüht für die nächsten Wochen hier bei uns. Heinz Melkus lässt es sich auch heute nicht nehmen, die jeweiligen Einführungsstunden selbst zu geben. Auf diesen 40 Schulschiffen haben etwa 30% aller Dresdner ihren Führerschein gemacht. In einer privaten Fahrschule also. Und wer mehr als drei Fehler schreibt, besteht die Prüfung eben nicht. Es tut mir leid, dass ich jetzt so traurig bin. Aber vielleicht kann ich hier ein bisschen erleichtern. Sie können nichts gefragt werden, was nicht hier in diesem Lehrbuch drin steht. Gott sei Dank. Zur gleichen Zeit strömen Hunderttausende zum Jugendfestival nach Berlin. In der alle 5 Jahre stattfindenden Prestigeveranstaltung darf sich auch der Motorsport darstellen, selbstbewusst werbend. Schleiz, Sachsenring. Das sind mehr oder weniger denn die Meisterschaftsläufe, Pokalläufe. So wie vor 14 Tagen in Kiffhäuser, Bergrennen noch zur Meisterschaft sehen. Herr Melkus, Sie haben den DDR-Motorsport nun über 3,5 Jahrzehnte begleitet. Wie ist seine Stellung im sozialistischen Staat? Wird er gefördert oder nur toleriert? Er wird gefördert, dass die Automobilindustrie in der DDR nicht zu Hause ist, ist ja bekannt. Und daraus folgt alles. Also wir müssen mit den Automobilteilen Sport treiben, die wir hier beschaffen können. Und das setzt natürlich gewisse natürliche Grenzen. Motorsport, das weiß man, ist sehr teuer. Übrigens überall auf der Welt. Wie finanziert man bei Ihnen in der DDR diesen nicht unerheblichen Aufwand? Na, es finanzieren die Motorsportclubs. Wir haben die Motorsportclubs angegliedert an größere Betriebe und von dort aus kommt das Geld, wobei bei uns das große Geld nicht groß geschrieben wird, sondern die serienmäßigen Motoren und die Serienmäßigkeit des ganzen Automobilsports setzt natürlich, Gott sei Dank, nach oben hin eine Grenze, sodass es wirklich auch für jeden Durchführer, für jeden Durchführer ist. Die westliche Form des Motorsports ist bei Ihnen stets heftig kritisiert worden, insbesondere die Werbung am Auto. Immer häufiger findet man sie nun auch hier in der DDR. Folgt man dem scheinbar Unabwendbaren? Naja, Motorsport unterliegt einer ganz normalen Entwicklung. Also dort, wo man zum Beispiel früher diesen Karwagensport noch abschlägig beurteilt hat, das ist nicht für uns, hat sich das jetzt gewandelt. Und genauso ist es auch mit der Reklame. Also soweit unsere Fabriken, die irgendwelche Filme oder was weiß ich fabrizieren, eben Interesse haben, überall ihren Absatz zu finden, wird auch der Sport dazu mitgenutzt. Das zweite große Rennen in der DDR, rund um das Schleizer Dreieck. Ein weiterer Superlativ, 180.000 Zuschauer. Höhepunkt dieser Veranstaltung, der Pokallauf der sozialistischen Länder, vergleichbar mit dem Formel-1-Weltmeisterschaftslauf am Nürburgring, der übrigens am gleichen Tage stattfindet. Im Fahrerlager ein Modell, das Geschichte gemacht hat. Der RS1000, der einzige Sportwagen, der in der DDR hergestellt worden ist. Heinz Melkus hat ihn auf der Basis des Wartburg konstruiert und gebaut. Etwa 100 Exemplare, auch fürs westliche Ausland. Peter Melkus, der Bruder von Uli, gewann damit einst die DDR-Meisterschaft. Schleiz ist ganz offensichtlich auch ein gesellschaftliches Ereignis. Vorletztes Jahr waren wir schon hier. Wissen Sie, Olaf? Der ist schon das dritte Jahr jetzt hier. Und naja, ist ja eigentlich ganz gut hier, so Fahrzeuge so hier. Und so ist immer tierisch Action los, ja. Und also auf dem Zeltplatz total gute Stimmung und so. Das ist eigentlich einmal frei. Dies war an der Brunnen unterfahren.
Das Ganze drumherum hier. Hauptsache nach dem Rennen. Das ist das Schönste. Camping. Schön. Kameradschaft, die langen Kumpels, das Fest. Wer ist Ihr Favorit? Ja, Uli Melkus. Und überhaupt die ganze Fahrer. Von uns sind nicht schlecht. Uli Melkus, würde ich sagen. Ich hoffe, dass Melkus was macht wieder. Sein Wort in Gottes Ohr, denn der Favorit schiebt hier kurz nach Trainingsbeginn seinen Renner von der Piste. Irgendetwas scheint defekt zu sein. Lass mal reingucken. Keine Trainingszeit, was nun, Frau Melkus? Er hatte nun gar keine Trainingszeit und wenn man keine Trainingszeit hat, dann wird er ganz hinten stehen und muss sich systematisch vorarbeiten, wenn er es schaffen wird. Es gibt ja auch viele Asse jetzt dabei, die Tschechen und so. Zusammen mit Frank, der schon seinem Vater als Mechaniker geholfen hat, rückt Uli dem defekten Getriebe eigenhändig zu Leibe. Und sie schaffen es, Startplatz in der dritten Reihe. Das ging noch mal gut. Nach 50 Jahren Rennstrecke Schleiz, eine Expertin mit Überblick. Da ist das grüne Licht. 28 Starter aus 7 Ostblockländern. Der Tschechoslowake Jiří Veselý übernimmt sofort die Führung. Uli Melkus drängt nach vorn. Zur Hälfte der Distanz. Jiří Veselý, CSSR, Heinz Siegert, Leipzig, Uli Melkus, Dresden. Das ist die Reihenfolge. Die letzte Runde beginnt. Uli Melkus ist inzwischen Zweiter im Feld. Seine Fans am Kurs dürfen jubeln. So wurde das Jahr 1984 in der Endabrechnung für den Uli aus Dresden das erfolgreichste in seiner bisherigen Karriere. Meister der DDR und Gewinner des Ostblock-Championats. Der bewundernde Blick des 11-jährigen Ronny gilt dem erfolgreichen Vater. So wird wohl Frau Hanni Melkus bald auch Angst um einen rennfahrenden Enkel haben müssen. Einen Sportfreund Melkus in der dritten Generation. Man gewöhnt sich langsam dran, aber die Angst bleibt immer. Also wir sind jetzt 35 Jahre verheiratet. In diesem Jahr haben wir den 35. Hochzeitstag. Und 25 Jahre davon waren dem Sport gewidmet. Also unser Leben war der Sport, kann man sagen. So, liebe Peggy, wir freuen uns, dass du heute Geburtstag hast und dass du heute bei uns feiern kannst. Mhm. Und wünschen dir alles Gute und Liebe und vor allen Dingen Glück in der Schule, dass du immer jemanden hast, von dem du schön abschreiben kannst und alles, was man so in der Schule braucht. Eine wahrlich rennbesessene Familie, die Melkus, infiziert mit dem Virus Motorsport, der Grenzen ganz einfach links liegen lässt.